bin so doof. Ich bin so doof. Ich habe gerade die Aufnahmesession einen Tag zu spät übrigens gestartet, weil ich keine Zeit hatte zum Aufnehmen. Und dann habe ich gemerkt, ich muss ja sowieso noch zu Ellie und zu Pritwin. Bin aber noch beim Haus der Jankanos. Das heißt, ich darf da noch hinfliegen. Ich Vollidiot. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Ja, wie gesagt, wir müssen diese Aufnahmesession noch ganz kurz zu Pritwin fliegen. Habe ich noch Signalgranaten? Nein, habe ich nicht. Ne? Ich habe keine Signalgranaten mehr, oder? Ich weiß nicht, wieso ich keine Signalgranaten mehr habe, aber ich habe keine mehr. Also gut, also, wir sind am Haus der Nakanos. Haben mit, ich wollte gerade Edgar Wallace reden, aber mit Kenji. Und wie ist die Mutter? Ich hab's vergessen. Kenji und Kazumi und der ollen Alten da drin. Geredet, haben unseren Job abgegeben, erledigt. Kazumi ist wieder zu Hause, denkt immer noch, sie wäre ein Synth, obwohl wir wissen, dass sie es nicht ist. Und, wir müssen jetzt noch mit Ellie reden. Das Problem ist, Ellie ist in Diamond City und ich habe keinerlei... Halt, Moment, was mache ich? Was sage ich hier? Natürlich habe ich noch Signalgranaten. Ja, natürlich habe ich noch welche. Hier, am Landhaus an der Küste, das total überfüllt ist. Genau. Am Landhaus an der Küste, das total überfüllt ist. Wie geht's eigentlich den Siedlungen? Ja, Ebenezi Farm geht's scheiße. Das ist schön. Außenposten ist die Bonja, geht's ganz gut. Besucherzentrum... Ja, Boston Airport, okay. Wieso habe ich da zwei Leute? Wahrscheinlich ein Versorger. Oh, Bunker Hill braucht Schutz und wir haben keine Energie und haben eigentlich kein Wasser und nicht genug Essen, aber ja, County Crossing hat eigentlich auch nicht genug Essen für 6 Leute. Covenant braucht mehr Betten. Interessant. Das Versteck des Mechanists braucht eigentlich noch ein Bett und Wasser und Essen. Slog braucht noch Betten. Burg braucht noch Essen. Die meinen, sie brauchen Essen und Betten. Hier noch Schutz. Und so weiter und so fort. Brauche ich mich eigentlich gar nicht kümmern, mache ich irgendwann mal. So, genauso wie... Ich wollte gerade sagen Nuka World, aber nein. Doch, genauso wie Nuka World. Nuka World machen wir auch irgendwann anders. Denn wir machen jetzt World Tech Workshop. Ich habe in der letzten Folge oder der letzten Aufnahme gefragt, was wir denn als nächstes machen werden. Und die Antwort war eindeutig. Eindeutig war die Antwort Voltec Workshop. Und genau das machen wir jetzt. Das heißt, die nächsten 30 Folgen oder 60 Folgen oder womöglich 100 werden daraus bestehen, wie ich im Untergrund Dinge baue. Denn das wollt ihr ja. Scheinbar. Wie gesagt, die Community hat gesprochen und die Community hat eindeutig Voltec Workshop gewählt. Da gibt es keinen Weg drum rum. Ich muss sagen, ich habe das Commonwealth vermisst. Ne? Stand in den Kommentaren auch schon. Du hast das Commonwealth vermisst. Viel Spaß mit den Abstürzen und so. Aber ich habe das Commonwealth vermisst. Weil es eigentlich was ist das denn hier? Da kommt Ärger. Ich muss mal ganz kurz. Ja, ich habe es wieder getan. Ich habe, wie gesagt, ich komme nicht, es muss sein, ja, es muss sein. Ich habe die Soundmod wieder installiert. Es geht nicht anders. Ich muss es tun. Ja, immer wenn ich vor einer Zeit lang spiele, dann denke ich mir, scheiße, ist der Sound langweilig und da muss ich die blöde Soundmod installieren. Installieren wir. Aktivieren. Ich deinstalliere die ja nie. Was macht der denn da? Badet der? Super Schütze. Natürlich.
natürlich. Ich bin so gut beim beim aus der Hüfte feuern, dass ich ja aus der Hüfte natürlich treffsicherer bin als gezielt. Ja, so ist das Leben. Du spielst hier mit dem falschen Sinn. Wo kommen die eigentlich alle her? Wieso sind die hier? Maulwurfsrattenzähne, was zur Hölle? Ach! Da draußen ist das. Jo, das war was. So. Also, das mit Voltic war natürlich nur vollkommener Quatsch. Nee. Also es wurde tatsächlich für Voltic gestimmt, aber mehr Leute haben für Nukavolt gestimmt und ich selber muss auch sagen, Voltic hat wirklich als so reguläres Let's Play eigentlich keinen Platz auf dem Kanal verloren. Denn Voltic ist tatsächlich, wie ich schon sagte, 30, 40, 60, 70, 80, 100 Folgen unter der Erde stehen und bauen. Und wenn ich meine 30, 40, 60, 70, 80, 100 Folgen unter der Erde stehen und bauen, dann meine ich bauen. Also bauen im Sinne von Baumodus bauen. Ich weiß nicht, ob das eventuell euch nicht bewusst ist, die ihr dafür, vielleicht ist euch das bewusst und ihr sagt, mir gefällt der Baumodus und ich finde es immer super, wie schön du baust, Skal. Deswegen will ich gerne Nukaworld bei dir, Voltec bei dir sehen. Obwohl ich mir das ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen kann. Was ist denn da oben schon wieder los? Aber hey, ich richte nicht, ja? Also, da ist ein Kind mit Harpune. Und jetzt sagt's, lass mich in Ruhe. Ach, Legendary Raider schon wieder. Oh Mann, ey. Warum komme ich hier an? Ist schon wieder hier Rambazamba. Das ist halt überall. Naja. Findet sie. Ja, ich auch. Einen Tag lang nicht beschossen werden? Das ist ein Traum. Trägst du viel und kannst dich rennen? Wie Waffengewalt? Wenn Leute töten, ist Gerechtigkeit im Kampfwurf? Oh Gott, ich vermisse Verhaber. Also. Ich meine, klar, vielleicht ist das so, ja? Vielleicht ist der Baumodus von 404 in meinem Let's Play so beliebt, dass sich Nukaworld gewünscht wurde, aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht. So, also wir machen Nukaworld. Und dann, wenn wir Nukaworld durch haben, dann mache ich irgendwas zum Voltec DLC. Und wir haben ja noch andere Sachen zu beobachten. Ich will nämlich noch die ganzen Siedlungen eigentlich auf Vordermann bringen. Und da wäre das eigentlich perfekt, wenn ich das auch während dem Nukaworld DLC machen. Quatsch, Voltec DLC machen würde quasi. Oder wäre so währenddessen. Also der Voltec DLC als Let's Play wäre es dann wahrscheinlich nicht. Also nicht als herkömmliches Let's Play, wo ich dann keine Stimme drauf habe, sondern das wäre dann wahrscheinlich stark editiert, so wie jeder andere Baumodus bisher eigentlich auch. Ja, verschnellert oder rausschneiden etc. Weil der, das ist, ich sag's mal so, meine Spielweise ist ungeeignet für ein Let's Play mit Baumodus. Ja, meine Baumodus-Spielweise ist ungeeignet für ein Let's Play. Dafür bin ich einfach zu langsam. Ich bin einfach eine lahme Sau, was das angeht. Ja, das ist einfach so. Da kann man nichts dran ändern. Also, könnte man schon, aber dann würde es mir keinen Spaß mehr machen. So. Das ist etwas, das habe ich auf Fahrhaber verbisst. Ganz ehrlich. Ein Wörtibot rufen zu können, was, er wird an der gewählten Stelle nicht landen können? Willst du mich verarschen? So viel zu, ein Wörtibot rufen zu können und damit rumzufliegen? Es geht doch. Wird an der gewählten Stelle nicht landen können. Ja, 2 Meter weiter geht's. Mhm, ist schon klar. So, damit fliegen wir jetzt zu Pritwin, gehen ein paar Missionen ab, ich rede nochmal mit Lancer Captain Kels.
wegen eventuellen Eventualitäten? Oder fliegen wir direkt nach Diamond City? Fliegen wir direkt nach Diamond City oder fliegen wir zu Lancer Captain Kerz, also zu Britvin, geben Blutproben ab und so ein Scheiß, kriegen dafür ein paar Sachen? Nee, komm, fliegen wir direkt nach Diamond City, weil wir müssen sowieso noch nach Sanctuary. Genau, fliegen wir nach Diamond City und dann fliegen wir nach Sanctuary, also reden mit Ellie, dann fliegen wir nach Sanctuary weiter. Dann gebe ich mein Zeugs ab, auch in mein Inventar und dann geht's auf nach Nuka World. Theoretisch könnte ich das alles offscreen machen, bis auf Ellie reden. Wahrscheinlich will ich sowieso einen großen Teil von dem hier rausschneiden. So. Okay. Auf in das große grüne Juwel. Nein, auf in das große grüne Juwel des Commonwealths. Du kannst nur mit einem... natürlich, klar. Ich kann ja gar nicht nach Diamond City direkt fliegen. Ich muss ja erst... ich mach mal hier ganz kurz... Für den Reaktorkühlmittel für Proctor Ingram. Ja, das müssen wir auch noch machen, ne? Ich muss ja... Ich kann nicht nach Diamond City direkt reisen. Das geht nicht. Ich kann nur in ein Außengebiet reisen. Ah ja. Also, das heißt... Hardware Town? Willkommen an Bord, Wächter. Abflug in. Oder. Die Kanalisation, die ist ja direkt nebendran. Kürze. Und genau die das habe ich jetzt vermisst. Bereit und freut sich aufs Gefecht, Sir. Also, abgesehen davon, dass der Wörtibird stumm ist, habe ich es vermisst. Mit dem Vertibird übers Commonwealth zu fliegen. Das ist unglaublich, wie sehr ich es vermisst habe, mit dem Vertibird übers Commonwealth fliegen zu können. Ganz ehrlich. Das hat schon was Befreiendes. Wieso ist der schnell? Das ist... Neue Staff-Technologie, ja? Da war Proctor Quinlan wohl fleißig. Die ganzen technischen Dokumente, die ich ihm bringe, machen sich wohl langsam bezahlt. Sieht wie ein guter Landeplatz aus. Wir sind gleich am Boden. Wir sind endlich da. Bei Diamond City, beziehungsweise hinter Diamond City. Jetzt hat er wohl seine Stealth-Technologie auch wieder ausgeschaltet. Guten Flug, mein Freund. Ich habe gerade gedacht, Nick wäre wieder eingestiegen. Ich muss sagen, der Flug hierher, lief flüssiger, als ich das Kampf in Erinnerung habe. Und allgemein. Die Framerate ist nicht so schlecht, wie ich das gerade in Erinnerung habe. Vielleicht ist das ein Nebeneffekt vom Ruckeln im Verhaber. Vielleicht läuft Verhaber tatsächlich schlechter als das Kammwerf. So. Wir sind bei Diamond City. Da reden wir kurz mit Ellie. Dann fliegen wir weiter in Richtung Sanctuary. Ich ordne mein Inventar und dann geht's auf in Richtung Nuka World. Das heißt, wir fliegen von Sanctuary wieder woanders hin. Jo, das ist ein riesiges Gefliege. Weitergehen. Ja, weitergehen. Was denkst du, was ich hier mache? Diamond City, das große grüne Juwel des Commonwealths. So langsam sollte ich echt mal Pläne machen, also genaue Pläne, was ich in Zukunft leveln werde, glaube ich. Ich bin Rang 114, so langsam wird es Zeit, dass ich mir mal genauere Gedanken mache, was für einen Charakter ich spielen will. Hier, wir haben alle zusammengelegt und wollen, dass du das bekommst. Du bist echt ein heldenhaftes Beispiel für uns alle, weißt du das? Danke für diese 2 Millimeter Geschosse. Das wird mir irgendwann den Arsch retten. Vielen Dank. Ihr habt alle zusammengelegt, um mir 5 2 Millimeter Geschosse zu schenken. Wer ist denn da? Wie lief's mit Marty? Nicht gut. War betrunken. Tot. Hat's durch die Faneuil Hall geschafft. Er ging unter wie ein Held. Kein Witz. Unser Marty hat's durch die Faneuil Hall geschafft.
Hätte nie gedacht, dass er es packt. Gut für ihn. Okay, das... Du bist zurück. Wie ist es mit dem Nakano-Fall gelaufen? Ich wurde zum König von Fahaba ernannt. Du darfst dich jetzt verbeugen. Oh je, du meinst es ernst, oder? Ich bin aber auch von Intelligenzbestien umgeben. Also schön. Ich lege den Fall als geschlossen ab, mit einem Verweis auf dieses Fahaba. Ich danke dir für deine Mitarbeit. Ich wusste, dass etwas Gutes dabei rauskommen würde, als du dich mit Nick zusammengetan hast. Lass von dir hören, Spürnase. Wüsste ich's nicht besser, würde ich sagen, du verteilst die Lorbeeren nur an unseren Freund hier. Ich will dich nur auf Trab halten, Nick. Nun, das hat sich sicherlich gelohnt. Ja, das hat sich gelohnt, der weite Weg hierhin. Du magst Antiquitäten, nicht wahr? Endlich mal einer, der es versteht. Seit 300. Danke nochmal für den Nakano-Fall. Man kann nie wissen, wohin einen so schwierige Fälle führen. Nach 300 und nach fast 360 Folgen, nach über 100 Stunden Spielzeit, seit... Wie lange bin ich unterwegs? Oh, ein halbes Jahr. Seit einem halben Jahr suche ich nach jemandem, der mich versteht. Und wer versteht mich am Ende? Ja, so ein Synth. Ich glaub's ja nicht, dass Marty es bis zum Grashüpfer geschafft hat. Ich habe ihn offenbar unterschätzt. So, hier muss man ganz kurz gucken, ob es hier noch irgendwas zu looten gibt. Es stört euch doch sicherlich nicht, wenn ich das noch ganz kurz mache. Ne? Ihr seid doch meine Freunde. Ich bin schließlich der König von Faber. Dann kann ich das ruhig machen. So, Nick. Hey, kann ich was für dich tun? Ich will dich nicht erschießen, aber... Es ist wohl an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Zu schade. Dann gehe ich wohl besser nach Hause. Ohne dich ist das alles nicht dasselbe. Ich wünsche dir wirklich, ich könnte ihn jetzt tatsächlich nach Hause schicken, also nach Diamond City. Aber das geht nicht. Ich kann ihn höchstens nach Nanquilla City oder von dort schicken, beziehungsweise das nächste wäre theoretisch... Wie hieß er denn nochmal? Hangman's Alley. Hangman's Alley wäre der nächste Ort, an den ich ihn schicken könnte. Kann ich aber nicht. Das heißt, der muss jetzt nach Sanctuary gehen. Ist blöd, weil dann ist da noch ein Begleiter. Und eigentlich will ich das nicht, weil eigentlich mag ich das ganz gerne, wenn Begleiter, die ihn zu Hause haben, auch ein Zuhause haben. Aber ich musste Nick von seinem Zuhause wegnehmen, wegtun. Und ja, das ist blöd. Ne? Ich wünschte wirklich, ich könnte ihn hier zu Detektiv Valentine schicken. Wenn ich auf Abbrechen drücke, dann geht er jetzt nach Langfüllers Hütte, weil er da als letztes war. Das ist doof. Ich könnte ihn theoretisch zu Hangman's Alley schicken, dann wäre er immer noch bei Diamond City. Aber das ist Quatsch. Das ist absoluter Schwachsinn. Also Sanctuary. Ist wohl gut so, dass ich nie bei Doc Crocker vorbeigegangen bin, um dieses Lifting machen zu lassen, das ich mir überlegt hatte. Du brauchst doch kein Lifting, ey. Du siehst doch gut aus. So, wir gehen nach Diamond City. Beziehungsweise wir fliegen nach Sanctuary. Haben die jetzt eigentlich einen neuen Burton? Nein, die haben den Stadtrat genommen. Dass McDonough ein Synth ist, wird mir das Leben in Diamond City nicht gerade leichter machen. Immerhin denken die meisten Leute nur an Roboter. Da liegt der Arsch begraben. Deswegen lassen die den hier sein. Die Ding einfach nur wie ein Roboter wie ein Protektor. Aha. Ein kleiner Rat. Sag nie, dass deine Mutter ein Synth ist. So, auf zu den Fans. Radio Freedom is the freedom radio station of the Minutemen and allows them to broadcast alerts all across the Commonwealth from the headquarters in the castle. Yes, and only the general can respond to those alerts. No one else. Also, folgender Plan. Wir rufen Vertibird, wir fliegen nach Sanctuary, ich ordne mein Inventar, dann fliegen wir nach Nuka World, also zum Nuka World Transitzentrum, in dem wir ja schon mal waren. Oder bei dem wir schon mal waren, und dann gehen wir in das Nuka World Transitzentrum rein. Beziehungsweise in Sanctuary hören wir uns erstmal das Ding an. Und wieder ist eine Folge. Ob die jetzt mehr Schaden macht, wenn ich einen Gegner damit treffe? Weil ich ja extra Schaden bei Explosionen habe.
Also die macht ja keine Explosion, aber ich kann ja einen Gegner damit abwerfen, quasi. Und dann bekommt der Schaden. Ich kann ihn einmal so an den Kopf werfen. Ich kann jemanden damit theoretisch zu Tode prügeln. Es müsste eine Mod geben, die mir Wattebäuschen gibt. Und dann könnte ich Wattebäuschen auf Gegner werfen. Wo ist der Vertibird? Hier, Vertibird. Die immer so weit weg landen müssen. Wieso denn nicht bei mir? Auf mir! Oh ja, das läuft gut hier. So. Auf nach Sanctuary. Und das Inventar ordnen. Das muss jetzt sein. Und ich muss Dogmeat holen. Genau. Dogmeat holen und das Inventar ordnen. Abflug in Kürze. Die Minigun sollte geladen und feuerbereit sein. Viel Glück. Was war das? Naja. Ist? Vom Hochhaus? Was? Alter, was haben die denn für eine krasse Reichweite, sag mal? Was war das denn? Was zur Hölle war das denn, sag mal? Setze zur Landung an. Alles festhalten. Ich frage mich, wie ich Sanctuary traut es heim. Glück allein. Und das ist ironisch. Und, ja, ich hatte vergessen, dass Sanctuary ja der Bruderschaft feindselig gegenüber gestellt ist, weil da Paladin Dance hier wohnt. Das hatte ich vergessen. Jo, also, willkommen zurück zu Sanctuary, der Stadt, die ich zur Stadt machen wollte, beziehungsweise, ja, doch eigentlich schon zur richtigen Stadt machen wollte. Eine Stadt, die größer und gefährlicher und gleichzeitig sicherer ist, als Diamond City es ist. Eine Stadt, die man auch Stadt nennen kann und nicht einfach nur Baseballstadion gefüllt mit Blechhütten. Aber ich bin nie dazu gekommen. Ich bin nie dazu gekommen, Sanctuary zu was anderem zu machen als eine Ruine. Mit einem Haus. Und noch einem anderen Haus. Und ein paar anderen Häusern. Tatsächlich, ja. So, willkommen zurück in Sanctuary. Hier, wo alles angefangen hat und hier, wo wahrscheinlich alles enden wird. Ich frage mich, was anderswo wohl geschehen ist. Ist das Schicksal des Commandos politisch, weniger extrem oder... Warum habe ich eine Minigun in der Hand? Wo kommt die Minigun her? Wo habe ich jetzt die Minigun her? Was zur Hölle? Wo habe ich denn jetzt die Minigun her?
Was ist das für eine Minigun? Sag mal, habe ich jetzt die... Ich hab keine Minigun ausgerüstet. Ich bin Gott. Ich bin gerüstet. Oh ja, ich bin gerüstet für Nuka World und ja, Baumodus, ne? Ich bin gerüstet für Nuka World. Oh ja, ich habe eine Minigun, die keinerlei Munition verbraucht. Ich schieße. Du zeigst aufs Ziel und ich knall es ab. Ganz einfache Arbeitsteilung. Auf das Ziel, das du nicht siehst. Oh ja, ich bin gerüstet für Nuka World. Ich kann machen, was ich will. Tschüss. Und ich habe sogar eine normale Laufgeschwindigkeit, als ob ich keine Minigun draußen hätte. Das ist interessant. Nee, doch nicht. Ja, also das ist offensichtlich ein Bug. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den weiter ausnutzen soll oder nicht. Freie Straße und eine geladene Waffe. Viel besser geht es nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich diesen Bug ausnutzen soll weiterhin. Darauf, neue Gattin zu erfassen. Oder nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Das ist offensichtlich die Minigun vom Vertibird. Da ärgere ich mich jetzt gerade, dass ich keine Mod installiert habe, die Minigun vom Vertibird zur Explosivwaffe macht. Die gibt's. Und ich habe mir immer gedacht, die müsstest du eigentlich installieren, weil die... Also die müsste man eigentlich installieren, weil die Vertibird Gun eigentlich zu schwach ist, so... Aber ich hab's nicht getan. Jetzt ärgere ich mich, dass ich's nicht getan habe, denn dann hätte ich eine explosive Minigun mit unendlich Schuss. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Okay. Wir sind gerüstet für Nuka. Nein, das mache ich nicht. Nein, das mache ich nicht. Nein, du brauchst nicht betteln in den Kommentaren. Ich mach das nicht. Oder doch? Nein, ich mach das nicht. So. Oder doch? Nein, ich mach das nicht. So. Also. Wir brauchen Bewaffnung. Beziehungsweise. Erstmal ist ja die Frage, gehe ich mit Power Armor hin oder ohne? Ich würde sagen ohne, denn die Power Armor stampft mir zu viel. Das kriegt mich auf. So. Also, erstmal Berserker-Spritzen. Versetzt tief für 120 Sekunden in Raserei. Ich weiß nicht, wieso ich es habe, doch ich habe es. Ich muss jetzt erstmal das Inventar ordnen und wir sehen uns dann danach wieder. Mischka! Der Wolf! Genau, der Wolf von... Wie hieß er denn nochmal? Ericsson von Faber. Freut sich so, mich zu sehen, dass er seinen eigenen Schwanz jagt. Ja, da ist sie. Bisschen abgemagert, das Ding. Bisschen. Aber sehr schön. So. Ich glaube, ich habe mein Inventar geordnet. Wir sind bei... Also, ich bin bei 256 von 440. Ich weiß nicht, was ich noch wegtun soll. Ich weiß, was ich vergessen habe. Essen. Ich habe Essen vergessen. Wenn ich Essen vergesse, dann werde ich immer kantig und zu Diva. Also ist das nicht so gut. Ah, das war eine Anspielung. Und zwar eine keine so gute. So, also was habe ich an Hilfsmittel dabei? Und wir sind zurück in Sanctuary. Ich habe mein Inventar geordnet und das Spiel hat mir ein kleines, das habe ich wahrscheinlich schon gezeigt, aber mal ein kleines Geschenk gegeben. Eine Minigun mit unendlich Schuss, die ich nicht bei mir trage. Ich habe das wahrscheinlich schon gezeigt, aber vielleicht habe ich es auch rausgeschnitten. Ich bin mit dem Multibot hier angekommen in Sanctuary. Ich habe mein Inventar geordnet und sowas. Wahrscheinlich zeige ich es aber sogar, weil da ist nämlich, ja, genau, das zeige ich, ja, das schneide ich nicht raus, aber das Inventar ordnen und sowas schneide ich raus. So, wir sind fertig mit Inventar ordnen, das heißt, ich gehe jetzt zu Dogmeat, den habe ich ja vermisst. Hey Junge, na, kann's wieder losgehen? Los Junge, wir müssen gehen. Ja, und dann muss ich nochmal kurz Nick suchen, denn ich glaube, er hatte auch noch Inventar. Gerade eben war er hier. Oh, guck mal. Oh. Mischka kuschelt sich unter den Fernseher oder in den Fernseher, je nachdem, wie man es sehen will. Wo ist Nick, die alte pestbeulende, pestverbeulte
eigentlich könnte ich dir mal ein richtiges Wasserding geben, aber das machen wir alles nach Nuka World zusammen mit Vortec. Da baue ich dann die ganzen Siedlungen auf. Das mache ich. Das mache ich. Das verspreche ich hiermit. So, das wollte ich auch noch machen, genau. Seien Sie gegrüßt, Kumpel. Wir haben nämlich noch zwei, oder ich habe noch zwei Rezepte in dem Ding gefunden. Ist tatsächlich. Ihnen eher nach Gaumen oder nach Zwerchfellfreuden? Aber ich weiß nicht. Ich habe dich an Rufus Rubens in Good Neighbor verkauft. Nein, das habe ich schon mal gemacht, das ging nicht. Genau, ich hatte nämlich Rezept. Ich glaube, das muss ich erst an. Genau, Rezept Feuer im Bauch. Aber ich weiß nicht, ob er das dann herstellen kann oder ob. Wahrscheinlich nicht, ne? Hey, Kumpel. Derzeit unterwegs eine zum freie Straße und eine Standort. Waffe. Viel besser geht es nicht. Möchten Sie lachen? Kann ich den Heimat... Aktueller sollen wir... Aha. Planänderung. Ich hab... Verstanden. Sind Sie... Bin bereit. Sehr gut. Heimat. Parameter. So, das geht scheinbar nicht. Ich kann Ihnen Rezepte nicht geben, das heißt... Ja. Wir gehen jetzt mal. Demnächst wieder ein Stimpack herstellen können. Oh, du bist immer so lieb. Du bist immer so lieb zu mir. So, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich noch was kochen kann. Ganz, ganz kurz. Ja, ich muss noch dies machen und das machen. Und dann gehen wir auf in Richtung Nuka World. Beziehungsweise wir gehen auf in Richtung. Ich kann Suppe machen. Schlingbrei. Einen Schlingbrei. Naja, es ist immerhin etwas. Jo, ich kann die eiskalte Nuka-Cola, die wir hier irgendwo haben, wahrscheinlich in der Siedlung warm machen, indem ich wahrscheinlich dran reibe, einfach zwischen die Beine tun oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung, draufsetzen. Da fällt gerade eine Kuh runter vom Himmel und da ist sie wieder weg gewesen. Ne, da ist sie. Hi. Gut. Gehe ich ja jetzt zu Fuß hin? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir gehen zu Fuß nach Nuka World. Denn so schlimm ist so weit ist das nicht. Nein, wir fliegen dahin. Wir fliegen zur einsamen Kapelle, würde ich sagen. Obwohl, wir können direkt zum Nuka World Transit Center fliegen, weil da war ich nämlich schon mal. So, aber vorher. Das Nuka Cola Familienradio. Spielt sich nicht ab. Ja, der DLC funktioniert schon mal gut, ne? Alle an Bord, hört ihr das Nuka-Cola Familienradio an? Jackson hat dafür gesorgt, dass ich reisetauglich gebaut bin. Seine Modifikationen werden noch eine ganze Weile ausreichen. Ja, irgendwie. Auch bei Radio Freedom kommt nichts. Ja, irgendwie kommt da nichts. Ich weiß nicht genau warum, aber dann machen wir das halt so. Dann fliegen wir eben so nach Nuka World, beziehungsweise reisen so nach Nuka World, ohne uns das Radio dazu anzuhören. Auch wenn die Quest sagt, ich soll das machen. Das funktioniert irgendwie nicht. Sehr seltsam. Habe ich eventuell Radio? Nein, das würde nichts bringen, ne? Radio ist sowieso nicht ganz unten. Das ist eigentlich... Nö, alles so wie immer.
Das verstehe ich nicht. Aber vielleicht kommt das noch. Willkommen an Bord oder sowas. Abflug in Kürze. Dogmeat! Deine Waffe ist geladen und bereit. Weidmanns Heil. Seltsam. Das fängt auf jeden Fall schon mal richtig gut an.